liebe Camber. Ich möchte euch hier mal wieder den Fortschritt von unserem Westfalia näher bringen. Unter anderem haben wir hier jetzt das Auto mal zerlegt. Ich mache immer so kleine Videosequenzen, also mal wundern, wenn es nicht ganz so exakt zusammenpasst beim Zusammenschneiden. Da kann passieren, dass man da einfach da ein paar Unstimmigkeiten haben. Ich möchte es euch bloß trotzdem zeigen, weil ich immer wieder darauf angesprochen wird, ja, warum dauert das so lang oder beziehungsweise warum ist das so teuer oder warum ist das so viel Aufwand, wenn man einen Wechselrichter oder Akkus verbaut oder wie auch immer. Also ihr seht schon jetzt hier an dem Beispiel, an dem Westfalia, was wir hier alles demontiert. Wir haben die zwei Sitze rausmachen müssen. Wir haben hier einen MPPT-Regler noch drin. Wir haben hier jetzt unseren Voltronic-Ladebooster verbaut. Dann kommen die zwei Lithium-Akkus hier noch rein. Dann haben wir ja unseren Wechselrichter noch und da muss man auch dementsprechend vorsorgen und Kabel ziehen. Hier haben wir schon, wo bin ich hier? Eine Strippe, da sehen wir schon mal eine Leitung. Das Fahrzeug hat die komplette 220-Volt-Verteilung hinten im Heck. Das heißt, wir haben hier hinten die teilweise ganze Bodenplatte rausnehmen müssen, um dass man hier durchkommt. Weil wir müssen hier Kabel von hier vorne nach komplett nach hinten ziehen in die 220-Volt-Verteilung, um die Netzumschaltung, sprich Netzvorrangschaltung zu gewährleisten und anständig anzuschließen. Dann müssen wir die Ladegeräte, den Kühlschrank, wenn es ein Absauberkühlschrank ist, ausschleifen. Natürlich nicht, wenn es ein Kompressorkühlschrank ist, dann braucht man das nicht tun, weil der eh nur auf 12 Volt läuft. Das ist ein Riesenaufwand entsprechend. Dann müssen wir hier unterm Sitz noch was verbauen, dann, weil aus Platzgründen, er kriegt nämlich nur eine Soundanlage, wo auch nur ein Subwoofer verbaut wird und um die Batterien relativ nah zusammenzubekommen, haben wir uns entschieden, die Batterien hier jeweils unter die Sitze zu machen. Eine kommt hier rein, eine kommt hier rein. Ihr seht schon, wie es hier ausschaut. Alles demontiert. Da hat man dann die ganzen Schrauben rumliegen. Wir haben die fein sortiert in so Böckchen, wo das sauber durchkommt. Dann haben wir hier die Starterbatterie, wo man mit andocken müssen wegen dem Ladebooster, wo wir neue Kabel ziehen müssen, weil ihr seht schon, wenn wir hier mal gucken, hier sitzt ein Hauptschalter, wenn man hier die dünnen Kabel anguckt, hier können wir natürlich keinen Hauptschalter mit zwei Lithium, 300 Amperestunden und einem Wechselrichter drüber anschließen, das funktioniert gar nicht, das muss alles neu gemacht werden, da müssen richtig neue Kabel rein, damit es dementsprechend richtig sauber funktioniert. Also da muss ein richtiger Querschnitt rein, damit es alles Hand und Fuß hat. Wir verbauen hier einen Wechselrichter von der Firma Büttner mit 1700 Watt. Der braucht natürlich was, der hat Power. Da passiert was, da hat der Kunde richtig Möglichkeiten. Und das muss natürlich alles hier anständig, ordentlich rein. Dann zunächst müssen wir natürlich auch noch hier die ganzen Armaturen verbauen, das ist dann hier oben, das sind Standardarmaturen, hier kommt dann unser Batteriecomputer rein, damit der Kunde auch dementsprechend die Ansicht hat. Hier machen wir dann noch unser Modul rein für den Wechselrichter an- und ausschalten, damit es eben sauber, schön alles zusammenliegt hier oben. Auch das ist natürlich eine Riesenkabelei, weil dann müssen wir hier an den Seiten dementsprechend entlang runter an der Säule, um die Kabel alle durchzuziehen. Also das ist auch ein Riesen-Act und es ist natürlich schon ein Aufwand. Dann haben wir ja hier noch Solaranlage drauf gemacht. Da haben wir ja schon, da zeige ich euch gleich mal, wie die alte montiert war. Das blende ich euch auch gleich mal ein. So, hier haben wir jetzt versucht bei dem Westfalia die Solarplatte wegzumachen, was super gut gelungen ist. Hier kann man auch sehen, hat super gut gehalten, hat gut geprimert. Jetzt machen wir das hier nochmal sauber und dann wird hier die neue Platte verklebt. Wobei wir hier auch schon mehrere Schwachstellen erkennen. Und zwar hier sieht man, hier hat überhaupt nichts gehalten.
Da ist ja alles schön schwarz. Da ist auch die Feuchtigkeit reingekommen, sieht man natürlich auch extrem. Und hier können wir auch schon alles abziehen. Und hier hält der Leim überhaupt gar nicht die Verklebung. Also hier seitlich überall Riesenschwachstellen. Und beim Wegmachen sind wir auch ganz leicht hier an die Sattdose gekommen. Die ist natürlich extrem schlecht verleimt. Das ist das gravierende Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Wir sehen auch hier überhaupt keine Anhaftung von Klebern. Hat total schlecht gehalten. Auch hier sehen wir schon, wie überall das Schwarze reingezogen hat. Hier an der Ecke so gut wie gar nichts an Kleber. Mir kann da nochmal rangehen. Ihr seht, da ist auch schon alles durch. Und was das Verheerendste ist, dass diese Bohrung überhaupt gar nicht versiegelt worden ist. Also man hat hier schon überall die Rostthematik. Man sieht hier an den Schnittkanten, ne, wenn er richtig ranzoomt, hier kommt schon überall der Rost durch. Also katastrophal, das gehört eigentlich anständig versiegelt. Und ja, man muss halt wirklich schleifen, primern und es anständig verkleben, weil das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie es halt einfach nicht sein sollte. Weil das wäre bloß eine Frage der Zeit geworden, bis hier gerade das Wasser, weil hier ist überhaupt kein Kleber, da kann das Wasser komplett durchlaufen, bis das dann komplett undicht worden wäre. Und so sollte man es definitiv nicht machen. Ja, so sieht man natürlich, wie man es nicht verkleben soll oder sollte. Und im nächsten Schritt zeige ich euch dann auch mal entsprechend, wie es oben ausschaut. Hier hinten haben wir die 230 Volt Verteilung. Und von hier müssen wir natürlich wiederum ganz nach vorn, damit wir da durchkommen, um unsere Sachen sauber zu installieren, unsere Kabel sauber durchzuziehen und das alles fix zu machen. Also ihr seht schon, das ist richtig Act, da passiert richtig was. Und jetzt freuen wir uns auf den nächsten Teil. Wenn es weitergeht, dann nehme ich euch dann gleich oder da hole ich euch dann wieder dazu. Also bis dann. So, jetzt sind wir hier wieder bei unserem Weinsberg. Und ihr seht schon, hier haben wir wieder eine ganze Ecke weitergemacht. Jetzt haben wir die beiden Batterien hier eingebaut. Zweimal 150 Ampere liegend. Warum haben wir die so verbaut? Weil wir natürlich nur ein bisschen Platz haben, Zum einen haben wir hier noch die Elektroeinheit mit dem Hauptschalter. Das wird jetzt alles noch sauber verkabelt. Da haben wir auch ganz andere Kabel ziehen müssen, weil natürlich vorher wesentlich schwächere Batterie drin war. Da kommen auch noch überall die Kabelschutzschläuche rum. Hier haben wir nur die Ratsche von der ersten Batterie, so war die festgemacht, also katastrophal. Das kommt natürlich alles weg. Hier bauen wir nur einen anständigen Halter hin, damit es dementsprechend alles schick ausschaut. Hier haben wir den Ladebooster verbaut. Hier hinten haben wir die zweite Batterie, genau, mit der ganzen Elektrik. Und da unten drin haben wir auch schon den Ladebooster verbaut, sehen wir hier. Das muss man jetzt auch noch endlich oder anständig verkabeln. Da haben wir jetzt schon die Netzvorrangschaltung alles installiert. Der ist schon fix da unten drin, alles gut. Da kriegt er auch genug Luft, das passt. An der 230 Volt Situation mit extra FI-Absicherung und so weiter ist er schon angeschlossen. Der ist schon fix und fertig. Jetzt machen wir morgen hier noch gar weiter und versuchen wir hier alles fertigzustellen. Und dann haben wir natürlich hier oben die ganzen Displays. Ihr seht, da haben wir ja die Ausschnitte gezeigt. Hier haben wir jetzt den Wechselrichter reingemacht. Hier haben wir den Batteriecomputer reingemacht. Das sind die Standard-Displays vom Fahrzeug, die waren schon drin. Ja, so geht es hier allmählich weiter. Und viele von euch schauen ja mehrere Videos und unter anderem muss ich hier auch in Herrn WCS, also in Götz recht geben von WCS, der auch ja in einer seiner letzten Videos gesagt hat, also im Kastenwagen ist das schon oft eine besondere Herausforderung. Und
Oh, echt extrem viel Arbeit. Und das ist auch wirklich so. Also das kann ich nur bestätigen. Liegt natürlich daran, weil ein Kastenwagen, ein Van, wesentlich mehr verbaut ist. Hier haben wir nicht so viele Möglichkeiten wie in einem teilintegrierten, vollintegrierten und so weiter. Da hat man ganz andere Möglichkeiten vom Möbelbau schon her. Hier ist natürlich alles viel enger, viel komplexer, viel aufeinander drauf gebaut. Und hier von, wir mussten zum Beispiel, nur als kleines Beispiel, hier vom Wechselrichter, der hier verbaut worden ist, weil man natürlich den immer so nah wie möglich an die Batterien setzt, mussten wir aber mit die 230 Volt und der Netzvorrangschaltung komplett einmal durchs ganze Wohnmobil nach hier hinten, weil ihr seht schon, hier hinten, da unten drin sitzt die 230 Volt Verteilung und da muss man hin, um dann dementsprechend überall ranzukommen und auch die Netzvorrangschaltung sauber zu installieren. Also das ist schon alles echt hier, alles verbaut. Das ist Wahnsinn. Da muss man riesen Wege gehen, mir die Kabel alles auseinanderlegen. Das ist schon echt verrückt. Also das in einem Kastenwagen ist das schon wirklich eine besondere Herausforderung. Also muss ich schon wirklich sagen. Da pflichte ich in Götze unwiderruflich komplett bei. Also das ist, da gehen die Stunden drauf. Aber hier, ihr seht schon, ne? Also wir haben jetzt hier angefangen, das ist alles nur locker, ist alles nur im Rohzustand. Wenn wir das aber anständig verkabeln wollen, die Batterien miteinander verkabeln, dann soll man natürlich halt später mal nichts mehr sehen. Auch hier müssen die Kabel nur sauber verschwinden, sauber geschützt werden, nach unten hingehend. Ja, das dauert alles. Das ist alles ein Riesenaufwand. Das dauert alles. Das braucht seine Zeit. Da kann man nicht einmal schnell, schnell, schnell so alles zusammenschustern. Das funktioniert einfach nicht. Dann hier ganz wichtig, was wir immer machen, die Batterien separat im Vorfeld zu 100% laden, vor allem wenn man zwei Batterien ansetzt. Da ist das ganz wichtig, weil dass man da dementsprechend dann auch die Parallelität hat, wenn man die miteinander parallel anschließt, damit die dann auch sauber gleich laufen. Drum haben wir, hoppala, jetzt spinnt mein Gimbal hier, der ist neu. Etzala. Dann haben wir natürlich auch, kann man auch gewährleisten, dass die sauber aufeinander und sauber miteinander laufen. Ja, und dann haben wir hier gleich noch eine zweite Baustelle heute gehabt, weil ihr seht schon, hier dicht aufeinander steht schon das nächste Auto. Da haben wir auch heute einen riesen Umbau gemacht. Also so klein sind unsere Plätze hier gar nicht. Hier wird es halt dann ein bisschen enger. Wir sind ja alle schlank, da passen wir gut durch. Das funktioniert. Hier haben wir auch einen Wechselrichter verbaut. Eine Lithiumbatterie war jetzt nicht so spektakulär, aber auch hier trifft schon wieder das zu, was hier der WCS gesagt hat. Hier haben wir auch den ganzen Tag braucht, um einmal komplett die Kabel von hier vorn komplett auch nach hinten unterm Bett, wo die Netzvorrangschaltung installiert worden ist. Und dann muss man ja immer darauf achten, wir müssen den Kühlschrank hier ausschleifen, dass der natürlich nicht auf dem Wechselrichter läuft. Dann haben wir schon die Schwierigkeit, wo ist die wirkliche Verteilung? Hier haben wir jetzt festgestellt, dass sie hier, da sind jetzt Kleidungsstücke drin, hier hinten, hinter der Rückwand, hinterm Kleiderschrank, die 230 Volt Separatverteilung ist. Und hier unterm Bett kommt man natürlich mit der Hauptsteckdose rein. Ja, jetzt muss man aber den Kühlschrank ausschleifen. Jetzt muss man von hier wieder nach da ein Kabel ziehen und von da wieder nach ganz vorn und von vorn wieder zurück. Verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also das ist wirklich immer ein Riesenaufwand. Und hier haben wir jetzt die Lithiumbatterie verbaut. Schauen wir mal so rum rein. Voilà, genau, da steht sie. Eine 150 Ampere Untersitz. Batterie, Akku. Hier ist auch geschickt gemacht. Hier ist immer von Truma, das war schon von Haus auf, ein Heizungsausströmer, dass immer warme Luft auch von vorne kommt. Hier haben wir unseren Ladebooster verbaut, einen 30 Ampere Victron Ladebooster. Und hier hinten haben wir unseren kleinen Büttner Wechselrichter. Das ist jetzt in dem Fall nur 300 Watt Wechselrichter. Der Kunde wollte keinen größeren, weil er sagt, ich brauche bloß die 230 Volt für Laptop laden. Das war ihm am allerwichtigsten,
weil er viel arbeitet hier im Fahrzeug und so kann er das auch tun. Mehr braucht er nicht, mehr möchte er nicht. Und ja, dann haben wir das so gemacht und haben ihn ein 300 Watt Wechselrichter montiert. Hier natürlich auch, wird er, wenn man sowas macht, alles extra absichern. Hier überall die ganzen Sicherungen, hier die Sicherung vom Wechselrichter, dann Batteriesicherung und so weiter, dass das alles sauber mit Kabelschutz und so weiter verbaut ist. In dem Fall natürlich alles sehr eng, da geht es nicht anders. Hier können wir keine separaten Verteiler groß setzen, weil wir da ganz wenig Platz haben. War aber alles so abgesprochen, das passt, das schaut gut aus, so können wir das auch verkaufen, so können wir das lassen. Und ja, jetzt machen wir hier morgen früh noch schnell die Endmontage. Dann geht das Fahrzeug morgen auch schon wieder zum Kunden. Ich habe ihn gerade noch ein bisschen gereinigt. Da gehen wir morgen nochmal durch, weil wir auch innen immer mit unseren Fahrzeugen dann auch mit dem Lappen durchgehen, alles schön rauswischen, unsere Fingerabdrücke überall wegmachen, damit das alles wieder schick ist, wenn es der Kunde übernimmt. Und ja, dann haben wir hier schon wieder ein Fahrzeug weg. Dann geht es morgen da drüben weiter. Gleichzeitig haben wir heute schon einen Übernachtungsgast, der steht unten auf unserem Stellplatz, ein Tourneé. Da bauen wir morgen eine Trockentrenntoilette ein in den Tourneé. Auch da nehme ich euch mit. Auch da zeige ich euch, wie das funktioniert. Und natürlich, wie es hier weitergeht, weil da kommt natürlich auch noch ein bisschen was drauf auf den Westfalia. Der kriegt noch eine LTE, sprich WLAN-Antenne obendrauf mit einem Ruder innen drin und natürlich einen Subwoofer, den haben wir hier schon liegen, den haben wir hier schon mal ausgepackt, welchen Platz, damit wir wissen, wo wir genau hinsetzen. Und dann kriegen wir hier natürlich, hopsa, das ist das Gerät hier. Und dann kommt auch noch das Kladensystem hier unten hin. Da haben wir den MaxView und natürlich auch noch das Kladensystem. Hier MaxView, wir verbauen grundsätzlich den MaxView immer mit dem Halter. Warum verbauen wir den mit dem Halter? Weil wir gerade im Van-Bereich, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt den Max-Van da verbauen können, wo wir auch exakt nach unten durchgehen mit der Lochdurchführung, weil hier haben wir ja schon zwei Löcher oben, einmal von der alten SAT-Anlage und einmal von der vorhandenen Satellitenanlage, SAT-Anlage und Solaranlage, so wollte ich sagen, Verzeihung. Und da versuchen wir natürlich, das gleich mit zu nutzen und die Kabel dahin zu ziehen. Und wenn wir ohne Halter verbauen würden, dann haben wir die Problematik, dass wir die Kabel ja genau an der Stelle, wo er sitzt, runter muss, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Und unter anderem habe ich da auch die Bedenken mit der Klebefläche unten. Oh, da weiß ich nicht. Also ich traue dem Ganzen nicht so wirklich. Da primern wir lieber und schleifen sauber an und nehmen den Halter, setzen das sauber drauf. Da weiß ich, das hält, das funktioniert. Und da bin ich dann auf der sicheren Seite, dass das auch wirklich alles dicht ist. Weil auch hier muss man natürlich sagen, ist Dichtigkeit das Allerwichtigste. Und dann müssen wir natürlich auch noch neue Dosen nehmen, weil auch hier, wenn wir sehen, hier habe ich ja mal die alte Dose, was hier verbaut war. Ich weiß nicht, also allein schon, wenn ich das Material anschaue, wie dünn das ist. Und dann habe ich die Schwierigkeit, hier hat nirgends ein Kleberkoben. Ne? Also wenn er das anschaut, wir haben hier nichts weggemacht. Bloß ein bisschen hinkommen. Auf dem Dach hat er gut gehaftet, aber hier drauf hat er gar nicht gehaftet. Ne? Also das, wenn man anschaut, da ist null Kleber drauf, nur ganz kleine Fitzelchen und es ging auch ganz leicht runter. Und das Auto ist noch keine 2 Jahre alt. Und das ist genau der Punkt, wo ich immer sage, macht's gescheite Dosen drauf und anständig primern, schleifen ist A und O, weil wenn das Zeug runterkommt und euch das Wasser ins Auto läuft, das ist katastrophal. Der Schaden, der ist immens, bis man das vor allen Dingen auch mal merkt. Man merkt es ja nicht immer gleich, sondern erst wenn das Wasser dann im Auto steht und die Gammelecken losgehen und das muss man echt vermeiden. Das ist ganz wichtig. Jo. So, nun haben wir das Auto fertiggestellt mit allen Komponenten, was wir hier eingebaut haben. Jetzt wollte ich es euch nochmal im fertigen Modus zeigen, wie es hier steht. Also, wir haben hier zweimal 150 Ampere Lithium unter
Sitz, also unterm Sitz verbaut und einen Ladebooster wie auch Solarregler. Dann haben wir auf dem Dach zwei neue Blackline 72 Zellen, Solarzellen verbaut und hier haben wir ein MaxView verbaut. Da hinten haben wir den Router hingemacht und hier vorne im Boden haben wir einen kleinen Schalter reingemacht. Ihr seht's, zack, und dann funktioniert das Modem-Auto hinten. Warum machen wir das? Weil es gibt ja Kunden, die einfach nachts, wenn sie schlafen gehen, hier herin keinerlei Strahlen haben wollen. Dann können sie den Router ausschalten und alles ist finish. Dann haben wir hier hinten die Sicherungen verbaut für die Hecktür. Genau. Auch in der Fahrertür. Dann haben wir einen Subwoofer verbaut unter der Sitzbank. Hier drunter. Und hier drunter haben wir unseren Wechselrichter verbaut. 2700 Watt. Natürlich mit Netzvorrangschaltung und allem, was dazugehört. Und ein Soundpaket mit Verstärker und Gladenboxen. Und eben hier unten, mal schauen, ob ich das mit einer Hand hier gehoben bekomme. Kleinen Moment. So, gehen wir mal rum. Da haben wir hier unten, seht dann, den Subwoofer verbaut. Genau. Warum haben wir den da unten verbaut? Weil er da hinten natürlich super gut liegt. Da hat er einen guten Resonanzraum, wo er schon arbeiten kann und bringt auch wirklich einen guten Sound rein. Also muss man echt sagen, die Anlage ist echt toll. Bringt jetzt bloß nichts, wenn ich es euch vorspiele, weil hier auf dem Handy kommt es natürlich nicht so rüber. Hier haben wir die Lithium-Batterie Nummer 1. Da hinten drin. Und hier haben wir unseren 50 Ampere, aber das habt ihr ja da unten schon alles gesehen. Und jetzt gehe ich mit euch noch mal kurz auf die andere Seite. Da haben wir dann den Hauptschalter noch verbaut. Zack, hier haben wir den Hauptschalter verbaut, wo man das ganze System einfach zack ausschalten kann. Zack, und dann ist das Ding aus. Wieder ein und dann gehen hier oben auch gleich die Lampen an, weil dann das ganze System wieder läuft. Perfekt. Funktioniert alles. Getestet haben wir alles. Das Fahrzeug ist fertig. Hier oben haben wir die MaxView verbaut. Gut, Solarzellen habe ich euch ja schon gezeigt. Das Dach habe ich euch ja schon gezeigt. Und wieder ein Fahrzeug fertig. Das wird morgen übergeben. Ich mache jetzt nur ein bisschen sauber. Und dann geht er raus. Ja, und da freut sich der Kunde bestimmt schon drauf. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ja, bis bald. Über ein Like freue ich mich natürlich wie immer und macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.